Hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute geht es um das Leben und das Evangelium der Maria Magdalena, weil ich finde, das wird so oft in den Hintergrund geführt und ist auch nicht, ja, in den offiziellen Bibelversen vermerkt. Und wir stellen uns die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, dass Maria in Frankreich begraben worden ist. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Wer das Video nicht kennt, Jesus Radomir, eine andere Geschichte, empfehle ich da auf jeden Fall reinzuschauen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzige Video Teil 2 ist, aber es ist auf jeden Fall eine Ergänzung, um meine Gedankengänge vielleicht besser verfolgen zu können. Würde ich empfehlen, das Video sich anzuschauen, wer es noch nicht kennt, einfach mal Pause drücken und dann nochmal reingehen. Ihr findet das Video auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Für alle anderen machen wir erstmal weiter und ihr könnt ja dann aufschließen. Ja, das ist der Ort Migdal, da soll Maria geboren sein. Das ist beim See Genezareth, ganz im Norden von Israel. Und das Seltsame ist, früher hieß der Ort überhaupt nicht Magdala, sondern er hatte einen hellenistischen Namen, der war Tarsia. Und seit dem 1. Jahrhundert vor Christus, einer der größten Orte Galiläas, mit nach Josephus 37.600 Einwohner, also zu der Zeit ja eine riesige Gemeinde. Aber das bedeutet eigentlich auch, dass Maria gar nicht Magdala mit Nachnamen heißen konnte, wenn sie dort geboren ist. Da müsste sie nämlich den Namen tragen von dieser Stadt, was aber nicht der Fall ist. Aus dem Englischen übersetzt, Tarsia ist der griechische Ortsname für eine historische Stätte, die früher am Ufer des Sees von Galiläa lag und in den Schriften von Josef erwähnt wurde. Über Maria Magdalena oder Maria von Magdala wird im Neuen Testament berichtet. Die Evangelisten erwähnen sie als Begleiterin Jesu und Zeugung der Auferstehung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sie war bei der Kreuzigung dabei mit der Mutter und sie war auch die erste, die ihn nach den 3 Tagen nach der Auferstehung gesehen hat. Wobei ich glaube, dass auch die Mutter dabei war, aber das zeige ich euch gleich mal an dem Bild. Ihr Beiname verweist auf den Ort Magdala am See Genezareth im Heiligen Land. Geboren sein soll sie 22 nach Christus und gestorben in Ephesus, Seluk, Türkei. Das ist auf jeden Fall das Offizielle. Jetzt gibt es aber in Deutschland ebenfalls eine Stadt, die Magdala heißt. Und hier mal ein Satellitenbild. Man kann natürlich sagen, ja klar, es ist natürlich viel später passiert, es gibt Ortsnamen, die danach dann benannt worden ist und so, verstehe ich auch. Deswegen ist es halt wichtig, das Video, was ich eben erwähnt habe, ja, zu schauen, damit man das versteht, weil ja auch vielleicht 1000 Jahre einfach weggefallen sind. Magdala hier wurde nämlich schon im Jahr 874 erstmals als Madaha urkundlich erwähnt. Folgend wechselt der Name über Madela 1184, Madela 1193, Madala 1203, Madia 1301, Madela 1345 und 1393 zu Magdala. Also hier ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass der Name nämlich von dort stammt. Das betrifft nicht nur diesen Ort, sondern auch einige andere, wie, das kann man hier etwas schlecht sehen, es ist eine althistorische Karte, die ist auch in dem anderen Video erwähnt. Und zwar da oben ist Bethlehem und wie Mario Bass rausgefunden hat, war auch wohl, wo jetzt Jülich ist, gab es wohl früher nämlich das Jerusalem. Klar, da wo jetzt ein Atomkraftwerk ist, da wird keiner mehr rumbuddeln, verstehe ich auch, hat auch Mario Bros erwähnt und kann ich voll nachvollziehen. Ich bin damals auch da hochgefahren. Das Einzige, was ich noch gefunden habe, war wenigstens eine Gaststätte, die genannt wurde zu den 12 Aposteln. Also vielleicht noch ein Hinweis. Da unten, da seht ihr auch rechts unten Essen, Essener, Essener, ja. Das ist so ähnlich die Aussprache wie bei Hochzeit. Man sagt Hochzeit, wenn man es aber liest, ist es die Hochzeit. Es ist natürlich eine Hochzeit, aber es wird Hochzeit ausgesprochen. Und vielleicht ist es so auch bei den Essenern, bei den Essenern, ja, dass es einfach anders ausgesprochen wird.
Ja, in Apistel Sophia haben wir auch schon drüber gesprochen, das eine oder andere Mal. Da wird die Maria Magdalena nämlich erwähnt. Das sind die Schriften, die damals gefunden worden sind in diesen Tonkanupen in den Höhlen. Interessant ist hier, es gibt eigentlich nur wenige Stellen, wo sie erwähnt worden ist. In der jetzigen Bibel gibt es das Evangelium der Maria ist dort nicht vorhanden, sondern es ist nur noch dort in dieser gnostischen Schrift vorhanden, wo auch Jesus von den Archonten erzählt und so. Dort ist noch das Evangelium, da wird es noch berichtet. Ich habe das hier mal aus einem Buch rausgeholt, das Evangelium der Maria. Ich habe mir die Seiten alle abfotografiert. Ich werde jetzt nicht jeden Text einzeln eingehen, das würde dann zu lange dauern, aber wen es dann interessiert, der kann dann einfach Pause drücken und sich das in Ruhe durchlesen. Also links steht immer der original koptische Text und rechts ist die Übersetzung. Es fehlen auch ein paar Seiten, das wird auch da dokumentiert. Was ich hier ganz interessant finde, ist die Frage, und das zu dieser Zeit, ja, was ist Materie? Wird sie ewig werden, ja? Und der Erlöser antwortete, also Jesus, als Geborene, alles Geschaffene, alle Elemente der Natur sind miteinander verwoben und verbunden. Und das ist eine Aussage, die, wenn man sich damit beschäftigt, absolut stimmt. Ja? Alle zusammengesetzten wird sich auflösen. Alles geht zu seinen Wurzeln zurück. Die Materie wird zu den Ursprüngen der Materie zurückkehren. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Petrus sprach zu ihm: Da du uns die Elemente und Ereignisse der Welt deutest, so sage uns, was ist die Sünde der Welt? Der Erlöser sprach: Es gibt keine Sünde. Ihr seid es, die der Sünde Bestand verleiht, wenn ihr den Gewohnheiten eurer ehebrecherisch verderbten Natur folgt. Das ist die Sünde. Also es gibt nämlich keine Erbsünde, so wie es immer prognostiziert wird, sondern man erkennt die Menschen an ihren Taten. Wie gesagt, drückt einfach Pause, wenn ihr da dann nachher in Ruhe durchlesen wollt. Das Haften an der Materie erzeugt eine Leidenschaft gegen die Natur. So entsteht im ganzen Leib Verwirrung. Deshalb sage ich euch, seid in Harmonie. Wenn ihr verwirrt seid, lasst euch von den Bildern eurer wahren Natur leiten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich wollte euch noch etwas vorlesen. Ah ja, da sprach Petrus zu Maria: Schwester, wir wissen, dass der Erlöser dich geliebt hat, anders als die übrigen Frauen. Also das ist ja schon wirklich ein deutlicher Hinweis darauf, dass er eine andere Beziehung, eine viel tiefere Beziehung wie zu den anderen Frauen gehabt hat. Sage uns die Worte, die er dir anvertraut hat, an die du dich erinnerst und von denen wir keine Kenntnis haben. Maria antwortete und sprach zu ihnen: Was euch zu hören verwehrt blieb, das will ich euch verkündigen. Ich sah den Erlöser in einer Vision und ich sagte zu ihm: Herr, ich schaue dich heute in dieser Erscheinung. Er antwortete: Selig bist du, die dich mein Anblick nicht verwirrt. Denn wo der Novus ist, da ist der Schatz. Da sprach ich zu ihm: Herr, sage mir nun, wer deine Erscheinung schaut in diesem Moment. Sieht er durch die Psyche, Seele oder durch das Zäunergeist? Also das heißt, da war er wohl schon mit einem anderen Antlitz, ja, dass er schon ja anders aussah, aber man konnte ihn wohl noch erkennen, wenn man durch die Seele und den Geist halt durchschauen konnte. Der Erlöser antwortete und sprach: Weder durch Seele noch durch Pneuma, sondern der Nous, der zwischen den beiden steht, er ist es, der sieht, und er ist es auch, der Pünktchen, Pünktchen, leider. Also ein Zwischenelement, was dazwischen steht, was ja zu erkennen hilft. Oben die Sachen sind nicht von mir, ich habe das Buch selber gebraucht, aber was da steht, stimmt. Ich habe es auch überprüft, aber wie gesagt, das ist nicht von mir da reingeschrieben worden ist. Ich wollte euch aber noch was zeigen. Das ist das Klima. Ich mache immer ein bisschen langsam, damit man eine hohe Pause drücken kann.
Die eine Welt verliert sich dank einer anderen Welt. Die eine Gestalt ist verblichen durch eine höhere Gestalt. Also dann merkt man wirklich, dann ging es um Transformation von der einen in die nächste Welt. Ob es von Jenseits und Diesseits war oder umgekehrt, auf jeden Fall eine Transformation stattgefunden. Künftig werde ich in Ruhe erlangen. Dort, wo die Zeit in der Ewigkeit der Zeit ruht, ich werde in Stille eingehen. Nach diesen Worten schwieg Maria, denn das war alles, was der Erlöser mit ihr gesprochen hatte. Da ergriff Andrea das Wort und wandte sich an seine Brüder. Sagt, was denkt ihr über das, was sie uns gerade erzählt hat? Ich jedenfalls glaube nicht. Ja, wieder das Typische, ja, diese Unterdrückung der Frau. Ja, sie haben es nicht geglaubt, dass der Erlöser so gesprochen hat. Diese Gedanken sind anders als die, die wir gekannt haben. Petrus fügt hinzu, ist es möglich, dass der Erlöser so mit einer Frau geredet hat, über Geheimnisse, die wir nicht kennen? Sollen wir unsere Gewohnheiten ändern und alle auf diese Frau hören? Hat er sie wirklich erwählt und uns vorgezogen? Ich würde nicht sagen, er hat sie vorgezogen, aber es war nun mal seine Partnerin. Da weinte Maria. Sie sprach zu Petrus, mein Bruder Petrus, was geht in deinem Kopf vor? Ja, Eifersucht, ne? Glaubst du, ich hätte mir ganz allein in meinem Sinn diese Version ausgedacht? Oder ich würde über unseren Erlöser Lügen verbreiten? Da ergriff Levi das Wort, Petrus, du bist schon immer aufbrausend gewesen. Da sieht man auch ja den Charakter, den Petrus wohl gehabt hat, ja, dass er so ja, ein aufbrausender Mensch war, ja. Und jetzt sehe ich, wie du dich gegen diese Frau ereiferst, so wie es unsere Widersacher tun. Ja, da wurde sie nämlich schon in Bedrängnis gemacht, da wurde sie schon gejagt zu dieser Zeit. Sonst wäre dieser Satz nicht, wie es unsere Widersacher tun. Wenn der Erlöser sie aber würdig gemacht hat, wer bist du dann, sie zurückzuweisen? Gewiss kennt der Erlöser sie ganz genau, deshalb hat er sie mehr geliebt als uns. Vielmehr sollten wir Reue zeigen und das menschliche Wesen in seiner Vollkommenheit verwirklichen. Ich finde, das ist eine wirklich gute Antwort. Möge es Wurzeln in uns fassen und wachsen, wie er uns aufgetragen hat. Lasst uns aufbrechen, das Evangelium zu verkünden, ohne andere Regeln und Gesetze aufzustellen zu wollen, als die, deren Zeuge er war. Also, dass sie wirklich alles andere aushebeln, auch diese ja, Schwäche gegenüber der Frau oder der Frauen, ja, sondern einfach nur das verkünden, was er wollte, was sie verkünden. Ja, und zuletzt, als Levi diese Worte gesprochen hatte, machten sie sich auf den Weg, um das Evangelium zu verkünden, Evangelium nach Maria. Es ist ein kurzes Evangelium, aber ich finde, darin kann man sehr viel Informationen rausholen. Jetzt nochmal zu der Kreuzigungsszene. Also wie gesagt, es gab drei Menschen, die bis zum Ende verharrt sahen. Das war die Mutter Maria, Maria Magdalena und noch eine Person. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Josef war. Also nicht der Vater, sondern ein anderer. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, will ich mich nicht drauf versteifen. Aber diese zwei Frauen waren auf jeden Fall dabei. Jetzt kommen wir zu diesem Bild. Das ist das Bild, was gemalt worden ist von einem Künstler. Schlag mich nicht tot, wie er heißt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon ein älteres Datum. Und da erblickt Maria, die da gebückt ist, den Jesus nach den 3 Tagen Auferstehung. Und da seht ihr hier am Rand nämlich noch eine Figur, ein Gewand und ein Hände. Und ich nehme an, dass es die Mutter war, die dabei war. Weil wenn Jesus mit Maria nämlich ja, eine intime Beziehung gehabt hat, dann wusste natürlich die Mutter davon. Deswegen war die Mutter die ganze Zeit auch an der Seite von der Maria. Und ich konnte mir halt damals vorstellen, dass sie diese 3 Tage brauchten, um ihn so gesund zu pflegen, dass er sich zumindest wieder bewegen konnte oder transportiert werden konnte. Von mir aus auch auf dem Pferdekarren oder auf dem Eselkarren. Auf jeden Fall brauchte er diese 3 Tage nach diesem schrecklichen Martyrium. Ja, es ging ja nicht nur um die Kreuzigung, sondern auch um die Folter davor, um sich zumindest so weit zu erholen, die Wunden so weit zu versorgen, dass er wenigstens halbwegs transportfähig war. Und dann ging ich nämlich darauf auf die Idee, nach dieser, ja, sagen wir mal, starken Situation, die dort eingetroffen ist, haben die wohl den Plan gefasst, dass sie sich trennen mussten. Und
Ich denke halt, dass Jesus von da aus dann nach Indien gegangen ist und hat mit seiner Mutter allerdings und hat auch bewusst Steine gelegt, um diesen Weg verfolgen zu können. Das kann man nämlich bis heute. Es gibt nämlich immer noch Ortschaften, wo er durchgegangen sein soll. So ähnlich wie bei uns hier in der Nähe gibt es so eine Gaststätte, wo man Napoleon mit seinem Pferd reingeritten ist. Und das ist bis heute natürlich eine Legende, aber scheint wohl so zu stimmen. Und sowas hat er auch auf seinem Weg gemacht, einfach um die Spur von seiner Frau und eventuell seinem Kind oder Kindern wegzuleiten, damit sie halt in die andere Richtung flüchten konnte. Und deshalb glaube ich wirklich die Geschichte, dass er wirklich bis nach Kaschmir, nach Indien gekommen ist, hat er auch noch gelebt, hat auch dort wieder ein neues Leben begonnen. Er hatte ja keine Wahl, hat auch dort wohl wieder Nachkommen gezeugt, die wohl auch heute dort noch leben oder wenigstens noch eine sehr lange Zeit gelebt haben. Einfach um die Spur zu verwischen, um, ja, um seine Frau und sein Kind zu schützen, damit die Häscher halt hinter ihm her sind und nicht hinter Maria und, ja, seinem Kind. Deswegen hat für mich immer diese Marienstatue eine Doppelbedeutung. Das ist jetzt die Mutter Maria mit dem Jesuskind. Aber für mich hat diese Statue immer die gleiche Bedeutung auch gehabt. Es könnte auch genauso sein, es ist Maria Magdalena ebenfalls mit dem Jesuskind, ja, mit dem Kind von Jesus. Also deswegen hat für mich immer dieses Bildnis eine, ja, ein doppeltes Bild gehabt, schon ganz früh, wo ich mich damit beschäftigt habe. Deswegen habe ich das jetzt mal mit eingeblendet. Ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die sich damit ernsthaft beschäftigen. Ja, auch wenn es natürlich wieder abseits vom Mainstream ist, wie hier zum Beispiel die Blutlinie Jesus. Das ist eine Dokumentarserie. Die Dokumentation geht verschiedene Fragen auf den Grund. Haben Jesus und Maria Magdalena geheiratet und Kinder gezeugt? Gelang ihnen die Flucht nach Frankreich, wo ihre Nachkommen hohe sozial- und berufliche Positionen belegten und in den französischen Adel einheirateten? Viele gehen ja davon aus, dass die Merowinger irgendwie mit der Jesuslinie verwandt sind, aber ich gehe nicht davon aus, dass beide nach Frankreich gekommen sind, sondern wirklich nur Maria Magdalena mit dem Kind oder den Kindern und dann von den Katharern geschützt worden sind. Ja, und dann, wo Maria dann irgendwann doch von ihren Häschern erlegt worden ist, sind dann aus den Katharern die Tempelritter geworden und haben sich als Reue sozusagen das blutrote Kreuz auf die Brust gemalt. Noch heute ist das rote Kreuz das erste Zeichen für erste Hilfe. Dann habe ich was Interessantes gefunden und zwar in einem alten Mystery-Heft, Nummer 2 vom März, April 2009. Da sind die ebenfalls der Frage nachgegangen mit einem Forscher und da liegt halt der Bericht liegt Maria Magdalena in Frankreich begraben. Ganz interessanter Bericht. Ich kann jetzt leider nicht alles vorlesen, aber ich zeige euch mal die Bilder. Da haben die nämlich in so alten Grotten und kleinen Höhlensystemen, wo die wirklich durchkriechen mussten, Templer, Särge bzw. Gräber gefunden und sogar eins von einem weiblichen, was sie dann später irgendwann analysieren wollten. Ich habe aber leider nie wieder was darüber gehört. Wie meistens so, wenn man irgendwo was findet, ne, was vielleicht doch spektakulär sein könnte, verunglückt einer oder verschwindet oder man hört einfach nie wieder was davon. Aber sie haben das irgendwie rausgefunden mit diesem Rennes, mit diesem Château von Rennes. Sie haben da irgendeinen Code gefunden und haben dadurch diese Höhlen gefunden, wo dann diese Tempel begraben worden sind und sie haben wohl auch eine weibliche Person dort gefunden, die sie noch analysieren wollten. Also ich finde die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Maria Magdalena dort ja, vielleicht sogar ermordet worden ist oder begraben worden ist und die Kinder, wollen wir es hoffen, in Sicherheit gebracht worden sind, dass die Häscher sie nicht erwischt haben und vielleicht die Blutlinie bis heute noch immer existiert oder vielleicht zumindest noch eine lange Zeit danach weiter existiert hat. Ja, zum Schluss möchte ich noch sagen, egal wie die Geschichte verlaufen ist, ob die so passiert ist oder so wie es offiziell ist, man sollte Maria Magdalena auf jeden Fall in Ehren halten. Sie ist nach meiner Meinung schwer in den Hintergrund geraten, was völlig unakzeptabel ist, nach meiner Meinung. Selbst wenn sie nur in Anführungszeichen eine Zeugin war, eine Begleiterin war, hat sie auf jeden Fall viel mehr verdient, wie das, was man ihr heute so zuträgt. Also in jedem Fall in Ehren halten, das Andenken von Maria,
Das fände ich doch eine ganz gute Sache. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, wie ihr die Sache seht. Ich weiß, es ist mal wieder ein kontroverses Thema. Gerade immer, wenn es um Religion, Politik und so weiter geht, ja, ist immer schwierig. Ja, was soll ich machen? Ich behandle halt diese Themen und tue dazu meinen Gedanken kund und darüber kann man diskutieren und das sollen wir auch, ja. Jeder hat so seine Erfahrung, jeder hat so seine Erkenntnis, aber vielleicht kommen wir auf einen Nenner, vielleicht hat der eine oder andere auch noch ein Puzzleteil für uns, was wir wieder verbinden können, würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten haltet durch, passt auf euch auf, vor allem bleibt mir gesund. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.